infected, filth infatuated. Was schickt Big Mac denn hier, Digga? Gönnt ihr nachher? Oh, warte. Ja, Big Mac, was soll ich mir da gönnen? Irgendein dämliches Vibe, was am Stream ist. Sag mir die Minute, wo man Muschi oder Titten sieht, ansonsten habe ich keinen Bock mehr, es reinzuziehen. Apo Redfail, was haben wir denn hier? Ja, aber seid mal so aggressiv. Rodriguez, nein! Ja, wer kennt's nicht, Digga? Passiert jedem, Mann. So, wie geht's euch? Alles fit im Schritt? Ah! Nanu, was ist denn jetzt wieder los? Wer nervt? Yannick, hör auf, mich vollzuschreiben. Also, wir müssen auf jeden Fall uns erstmal ein bisschen reinzocken. Ich habe weder gestern, doch gestern habe ich eine Runde gezockt, heute gar nicht. Also ich habe die letzten Tage wenig gezockt, weil busy und viel zu tun und sowas, ne? Keck, wo gucke ich nach, wie lange ich folge? Frag einfach mal höflich, Digga. Dann sagst du vielleicht auch jemand. Mit Keck kommst du vielleicht in deiner Kanackengegend weit, aber bei mir hier im Stream am Geburtstag von meinem Papa wird das eher nicht so nice. Schnauze halten ist angesagt. Ich hab mich verbaut und da hat noch einer gekämpft, Digga. Er hat mir einen Schuss gegeben. Habt ihr es gesehen? Ich wollte eine Wand bauen, hab aber nicht gebaut. Mann! Okay, nur ganz kurz zum Verständnis. Er landet hier und macht eine Munitionskiste auf. Ich, im Übrigen, nur für, damit ihr Bescheid wisst, ich verlos heute nochmal, ein original verpacktes God of War Spiel. Ich, Idiot, hab vergessen, dass ich mir vor 2 Jahren God of War vorbestellt hab. Hab's mir gestern bei meinem Kollegen Hassan in Stade gekauft. Im Moment komm ich an, ist in der Post noch eins. Nee, ich hab God of War noch gar nicht gezockt, Digga. Ah, ich hab gestern noch überlegt, ob ich vielleicht einen God of War Stream machen soll, aber ich weiß nicht. Ja, aber ich bin kein Story, weiß nicht. Ich hab mir so für mich halt überlegt, ich will nicht God of War unbedingt streamen, sondern ich will's für mich ein Spiel so, was ich privat zock, wo ich entspannen kann, wo ich runterfahren kann, wisst ihr? Und vor allen Dingen nicht ohne Placement. So sieht's aus, Digga. Bald wieder PUBG wegen der neuen Map. Ich hab's die letzte Woche so 1-2 Mal gezockt. Hab mich überhaupt nicht gecatcht, Digga. Ich wollte von der Seite angeschossen, hab gerade jetzt eine Rampe bauen. Geht nicht, Scheißspiel. Komm, wir gehen mal eine Runde Tilten. Ist auf lustig. Später noch Viewer Games? Nee. Also ich werde schon später noch Private Games machen, aber nicht mit Viewern, nicht mit 100-Mann-Lobby, weil dann werde ich wieder nur so abgefuckt, Digga. Da hab ich keinen Bock drauf. Bruder, da unten eine goldene Scar, oder was? Inshallah. Hey, du Kleiner! Ah, komm. Komm, gib mir hier. Ah, lol. Ach, leckerlich. Hurensohn. Nette Muttersohn. Mach gleich Private, muss nachher arbeiten. Black Death, ich richte natürlich meinen kompletten Stream danach, ob du nachher arbeiten musst oder nicht. Auf jeden, Bruder. Warte, ich. Hallo? Ja, hier ist der Herr Eris. Moin. Sagen Sie, sprecht da mit dem Arbeitgeber vom Black Death? Ah ja, genau. Ja, der Schlinge schaut hier gerade bei mir im Livestream und hat zu mir gesagt, ich soll jetzt Private Games machen, weil er später arbeiten muss. Wie er wurde gekündigt. Weil er seinem Arbeitskollegen den Schwanz gelutscht hat? Ja gut, dann kann ich ja auch später Private Games machen. Okay, alles klar. Hau rein. Ja. Anscheinend können wir doch später Viewer Games machen. Während der Arbeitszeit, Digga, never fucks the company. Wenn man campt, sollte man sich nicht bewegen. Weil ich habe ein Headset auf, was so laut aufgedreht ist, was wahrscheinlich mit 30 einen Hörsturz bekommt. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. So, Mods, und ganz kurz, ein kleiner Hinweis noch für meine Moderatoren. Ich weiß, daran werdet ihr auch Freude haben. Alle, die irgendwas mit diesen Avicii, Litchi, Brotaufstrich, Litchi zu tun reinschreiben, könnt ihr direkt timeouten. Juckt niemanden hier, wer gestorben ist und wer nicht. Das könnt ihr irgendwie bei Facebook posten, interessiert sich da vielleicht jemand für, weil derjenige keine Hobbys hat, aber ansonsten bei mir wird das weggetimeoutet, weil es einfach, das ist mir relativ Wayne-Trend, dieses, oh, der ist gestorben, ich hab den noch nie gekannt, aber ich poste es einfach mal, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Also da habe ich ja gar keinen Bock drauf. See you later, Alligator. Woo, der hat so einen Baba-Shot gegeben, Digga. Der wird nie wieder einen schwarzen Ehrenbruder pushen, wenn er den sieht. Wenn er lieber stillschweigend weitergehen. Mann, du dumme Sau. Muss sich natürlich wieder einer einmischen. Ah, auch kein Blue Life gehabt. Was willst du? Ich hab, ja, egal, scheiß drauf. Macht. Sein erster Kill, wisst ihr, wie ich meine? Ja,
Das ist, in solchen Situationen würde ich mir einfach wünschen, mal wieder einen kiffen könnte, Digga, um richtig auf diese Musik zu chillen, Digga. Das geht aber leider nicht. Ich feiere einfach diese Musik so heftig, Digga. Geilste Serie ever, auf jeden Fall, Digga. Also momentan bin ich auch wieder voll im Sons of Anarchy-Wahn drinne, Digga. Da bin ich echt wieder im Wahn drinne, weil es einfach... Sons of Anarchy ist so eine heftige Serie, Digga. Narcos hat mich nicht gecatcht. Narcos waren so die ersten Folgen, die erste Staffel, ganz niceness. Aber dann wurde es immer langweiliger, habe ich einfach für mich so empfunden. Ich kenne niemanden, der die Serie bis zum Ende geguckt hat. Ja, so geht's mir auch, Digga. Aber welche Serie ich euch noch empfehlen kann, ist Dexter. Dexter ist auch echt eine krasse, also wirklich eine geile Serie. Haus des Geldes werde ich nicht schauen, aus folgendem Grund. Ich wollte sie letztens anfangen, jetzt wird wieder eine neue Staffel angekündigt und ich schaue nur Serien, die komplett draußen sind. Ich habe einmal den Fehler gemacht, bei Better Call Saul die Serie anzufangen, weil Anna wieder die Karte, guckst du keine Folge mit mir, kein Sex ausgespielt und da war ich direkt süchtig nach der Serie und jetzt muss ich über ein Jahr warten, bis die neue Staffel rauskommt. Da habe ich keinen Bock drauf, ich habe keinen Bock, mich von der Filmindustrie so in den Arsch bumsen zu lassen. Das fuckt mein Leben richtig ab, Digga. Bis zu welcher Staffel findest du Dexter Hammer? Ich finde alle Staffeln Hammer. Haus des Geldes ist jetzt komplett draußen, nein, Raven. Haus des Geldes wurde Staffel 3 angekündigt. Irgendwo habe ich letztens gesehen. Haus des Geldes, dritte Staffel. Doch, doch, bin mir ziemlich sicher. Genau, 2019, muss man sich mal vorstellen, Digga. Ich weiß, ich lasse mir viel damit entgehen, so vom Ding her, weil Haus des Geldes, habe ich nur Gutes drüber gehört. Aber was bringt mir das, eine Serie zu gucken, Digga, wenn ich bis 2019 auf eine neue Staffel warten muss? Da bin ich ja komplett raus aus der Serie, Digga. Deswegen mein Motto, ich gucke nur Serien, die komplett draußen sind. Ganz einfach. Ah, Freunde, jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe nie überhaupt nur ein Musiklied von diesem Typen gehört. Ist natürlich nicht schön, dass der gestorben ist, aber wie gesagt, sterben so tagtäglich so viele Leute. Hab jetzt keine Lust, dass hier wieder irgendwelche Möchtegern-Leute, die mal zwei Lieder von ihm gehört haben, jetzt so mäßig schreiben, oh, rip oder was weiß ich. Ja, ich glaube, ich sollte nicht schlecht über Tote reden. Ich respektiere natürlich, wenn ihr um tote Leute trauert. Das natürlich respektiere ich das. Oder wenn ihr allgemein trauert. Aber und das ist nur meine persönliche Meinung. Die muss man natürlich nicht übernehmen. Mein Verständnis für Menschen, für Leute, die auf Social Media Kanälen oder sonstiges jemanden betrauern, von dem sie die Musik hören und dann schreiben rip oder andere Streamer damit nerven und das reinschreiben, finde ich halt, habe ich nicht so viel Verständnis für. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Jeder kann natürlich das machen, was er möchte. Ich möchte da niemanden einschränken in dem, was er macht. Aber ich persönlich habe keine Lust auf Kommentare, wenn jemand gestorben ist, den man nicht selber kennt. Und ich kann das nicht nachvollziehen, Digga. Es war genauso damals, wo die Aktion in Paris war. Könnt ihr euch ja vielleicht noch dran erinnern, wo in Paris der Anschlag war und die ganzen Idioten bei Facebook ihr Profilbild aktualisiert haben, wo die Paris-Flagge im Hintergrund war. Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Das ist einfach meine persönliche Meinung, ne? Es spricht überhaupt nichts dagegen, zu trauern und jemanden, der gestorben ist, zu betrauern. Aber ich kann es nicht verstehen, dass man irgendwie öffentlich zu irgendwie postet, ja, rip und ach, da, und oh, ich bin so traurig. Man hat zu solchen Leuten noch gar keine Verbindung und gar keine Beziehung. Klar, man hört deren Musik und fühlt sich vielleicht zu der Musik so also verbunden. Das verstehe ich, aber das ist ja auch in Ordnung. Aber warum? Worauf ich anspielen möchte, ist, das ist wie gesagt nur meine persönliche Meinung. Das ist immer dieses klassische Beispiel und einige werden jetzt sagen, ach Monte, das muss doch jetzt nicht sein, dass du das Beispiel rausholst. Aber es ist doch, finde ich, sehr zutreffend. Wenn irgendwie beispielsweise, sagen wir in Afghanistan oder sagen wir auch von mir aus in Afrika oder auch, sagen wir mal, in einem Land, was zu Europa gehört, sagen wir jetzt als Beispiel einfach mal Spanien. Wenn da irgendwie ein Schulbus mit 20 Kindern verunglückt, schreibt mir komischerweise niemand in den Chat rein. Hast du das gehört? Mit den Kindern Ruhe in Frieden. Da schreibt mir dann komischerweise niemand rein. Wisst ihr, wie ich meine? Aber sobald jemand Berühmtes stirbt, werden alle immer zu Trauerhasen und bemitleiden das. Oh, hast du mitbekommen? Rip. Und das ist halt einfach das kann man so machen, aber das könnt ihr von mir aus so machen, das ist ja euer gutes Recht, aber bei mir im Stream werde ich das nicht dulden. Dulde ich einfach nicht. Das finde ich einfach Schwachsinn. Ja, selbst wenn er was für die Welt getan hätte. Jährlich sterben so, oder was ist jährlich? Täglich sterben so viele Leute, was einen halt einfach auch nicht interessiert, aber kaum ist die Person etwas berühmt, muss da die ganze Welt drüber berichten.
Sei es jetzt auch die Medien. Die Medien machen da jetzt wieder, ich sehe schon die ganzen Posts, Star gestorben, Titelseite. Man kann denen das nicht verübeln, weil so ist das Geschäft nun mal. Aber ich finde es halt auch einfach heuchlerisch. Darüber wird berichtet en masse. In 2-3 Tagen berichtet dann wieder keiner mehr drüber, weil dann halt das Medieninteresse nicht mehr vorhanden ist. Aber ich persönlich finde das einfach sehr heuchlerisch. Wenn man A sagt, sollte man auch B sagen. So wisst ihr, wie ich meine. Und das machen die wenigsten. Und das finde ich halt einfach heuchlerisch. Das ist meine Meinung dazu. So ist halt aber leider auch die Gesellschaft aufgebaut. So, und das ist in Ordnung, Digga. Das ist dann halt so, dass die Gesellschaft so aufgebaut ist, aber ich unterstütze dieses System und diese Gesellschaft einfach nicht und mache da nicht mit. Ganz einfach. Ne? Das ist halt einfach meine Meinung. Und es wurde viel gelacht. Also ich muss auch nochmal sagen, ich weiß viele, die auch gerade nicht schreiben können, weil Sub-Mode drin ist, sagen jetzt, Digga, was ist das für scheiß Musik, ich schalte weg. Aber wisst ihr, Freunde, ich bin ja auch schon ein bisschen ältere Generation mit 23, aber Westernhagen, Digga, ist einer der krassesten deutschsprachigen Künstler, die es jemals gegeben hat. Das ist eine lebende Legende, Digga. Und ihr müsst es auch einfach mal vorstellen, er singt dieses Lied, Freiheit, kurz nach dem Mauerfall war das, wenn mich nicht alles täuscht, Digga. Und was da für Gefühle, was für Emotionen bei so einem Konzert. Also ich hab's schon mal gesagt, mein heimliches Träumchen war immer schon als kleiner Butschi, Musiker zu werden und mit meiner Musik, mit meiner Stimme etwas zu bewegen, Gefühle auszulösen. Das muss so ein unheimlich geiles Gefühl sein. Dort auf dieser Bühne zu stehen und dieses Lied zu singen und die Leute fiebern mit und fühlen das, Digga. Hammer. Grönemeyer hat auch ein paar heftige Lieder, aber Grönemeyer, weiß nicht, wie es euch geht, Grönemeyer war, konnte ich nie so für mich gewinnen, dass ich gesagt habe, ja, Mann. Da war immer so Marius Müllers Westernhagen, fand ich immer noch mal geiler, Digga. Grönemeyer bin ich nicht so auf seine Art und Weise, wie er gesungen hat. Er hat auch gute Lieder, keine Frage, aber es hat mich nie so richtig abgeholt. Sagen wir es einfach mal so, Digga.